Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge American Truck Simulator. Ja, es ist wieder soweit. Wir haben die Möglichkeit, den American Truck Simulator zu spielen. Ich sage einen wunderschönen guten Abend auch an diesen naja, ich fange schon wieder an zu lügen. Guten Abend, Fumbi. Also manchmal können wir den wirklich als Reifen einspannen hier. Was? Es gibt bloß dann eben immer dieses hier komische Geräusch, was so im Radkasten schleift. Geht das schon wieder los? Ja. Du meinst hier... Ich geh jetzt gerade an. Das Geräusch? Ich sagte im Radkasten, nicht ein Lenkrad. Ach, im Radkasten. Ach so. Der Junge, Füße waschen, damit der Dreck nachrutscht. Mit der Dreck aus den Ohren nachrutscht, ja. Oder einfach die Schuhe ausziehen. Das hilft, das hilft da auch schon, ja, ja. Der Dreck klebt ja. Wisst ihr? Also Schuhe aus und Füße waschen dann. Kommt drauf an, ob du nicht gleich die Schuhe mitwaschen willst. Nö, die sind eigentlich noch ganz sauber. Ja, 3 Kilo ja, Leben dran, ne? Psst, nicht so laut sagen. Fühlen die sich so beleidigt? Ach. Ja. Füße sind auch Lebewesen. Ja. Ach, Schuhe genauso? Ja, Schuhe auf jeden Fall. Kennst du nicht die Unterhaltung der Schuhe? Nein. Frag mal El Bandi, der kann dir das ganz genau erzählen. Vor denen sind ja die Schuhe eher die Strafe. Ja. Die Strafe Gottes. Ja, aber wo er recht hat? Wo er recht hat? Er ist ja auch Dr. Schuh. Ich weiß, und dennoch. Übrigens, eine mit der besten Folgen von Eine schreckliche nette Familie. Schwer zu sagen. Ehrlich gesagt. Welche Folge findest du denn am besten von denen? Wie gesagt, das ist schwer zu sagen. Schwer zu sagen. Ich hab's lange nicht mehr gesehen. Ich muss mich mal wieder an die Folgen erinnern, alle. Welche sehr, sehr gut waren, das war der Mehrteil, wo auf den Bandys der Fluch gelastet hat. Das war mit Anten war das, glaube ich. Wo er den Chauffeur die ganze Zeit mit irgendwelchen Zigarettensorten benannt hat, weil er sich einfach seinen Namen nicht merken konnte. Aha. Ja, okay, das ist ein bisschen auch abgekupfert gewesen. Mit Sicherheit ist das irgendwo abgekupfert gewesen, aber ich fand's cool. Weil das habe ich schon mal irgendwo anders gehabt, in einer anderen Folge. In einer anderen hier Serie, die noch ein bisschen älter war. Wo das auch so war, dass immer andere Name genannt wurde, statt ein richtigen. Okay. Weil das so ähnlich klang. Aber ehrlich gesagt, damit sind wir eigentlich schon fast beim Thema der heutigen Folge. Oder der heutigen Folgen. Sagen wir es mal so, wahrscheinlich wird es 2 Folgen werden, keine Ahnung. Das müssen wir sehen, wie sich das hier entwickelt. Es geht nämlich um Hobbys. So, ich habe den Fumpi im Vorfeld schon gefragt oder darauf vorbereitet, über Hobbys zu sprechen, was er gerne macht. Und seine einzigste Antwort war Zocken. Nein, meine einzigste Antwort war Computer. Die Sache ist die, ich habe ja mein Hobby zum Beruf gemacht. Ja, okay. Aha. Ich bin ja nicht umsonst Fachinformatiker Systemintegration. Ja,
Aber? 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 Mhm. Ich warte. Was denn? Ich hab doch... Da gibt's kein Aber. Also du verbringst gerne den ganzen Tag vorm PC. Ja. Ja? Gebe ich offen und ehrlich zu. Okay, du, ey, es sagt niemand was dagegen. Ne? Es sagt, also, da wäre ich definitiv der falsche Ansprechpartner, weil ich sitze auch gerne vorm PC. Ne? Ja, das mag sein, aber du würdest das nicht noch als Beruf machen wahrscheinlich gleichzeitig mit. Nein. Du würdest nicht noch hier als Beruf Server einrichten, Rechner, Systeme konfigurieren, hier überwachen und säubern, aufbauen und so weiter und so fort alles. Ich meine, das war schon gut. Ich meine, mittlerweile habe ich Übung da drin, hier den Webserver aufzusetzen. Na, das funktioniert, aber als Hobby, also ich muss ganz ehrlich sagen, als eins meiner Hobbys, ja, es gibt mehrere, ist definitiv der Computer. Ja, alles, was eigentlich mit dem zu tun hat, da bin ich eigentlich gerne drin zu finden. Wie gesagt, das wäre ungefähr so, wie als wenn ein Lokführer nach Hause kommt und dann sich zu Hause hinsetzt und hier Loksimulatoren spielt. Ja, da hatten wir uns, glaube ich, schon mal drüber unterhalten. Ja, eben. So, ja? Das ist bei mir genau das Gleiche. Aber das war, warte mal, wo war das gewesen? Das war in keiner Aufzeichnung, das war im Livestream gewesen. Yep. Das war auch im ETS. War das im ETS gewesen? Das war im ETS. Okay. Aber frag mich nicht, welchen jetzt. Ja, da gab es so einige. Ja. So. Aber ich glaube, das war in der Vorstellung von Frankreich DLC. Das kann sogar möglich sein. Ich weiß es nicht. Das war aber, ich glaube, das war in dem Stream gewesen, wo wir so viele interessante Leute dann dabei hatten am Ende. Das könnte durchaus gewesen sein. Das kann sogar durchaus sein. Da hatten wir eine kurze Geschichte noch zum Nachhinein. Am Ende hatten wir ein paar Trolle dabei gehabt. Vollidioten. Ja. Wo wir uns dann auch entsprechend revanchiert haben, ein Sondervideo zugeschnitten hatten mit den besten Aussagen. Mhm. So. Ja, auf jeden Fall. Bist du denn des Wahnsinns, du dämlicher du blödes Stück, du! Ich hänge jetzt auf der Leitplanke. Super! Da ist nicht wahnsinniger wie du. Toll, nach Phoenix! Hey! Ich hänge auf der Leitplanke wegen diesem Idioten. Na, ich hoffe doch, das verlängert noch ein Bild einen Weg. Das weiß ich nicht. Ich habe jetzt nicht drauf geachtet. Also. Ja, auf jeden Fall ist es so, dass du hier das dann. Das wäre das ungefähr das Gleiche. Mhm. Wäre es bei mir. Weil, wie gesagt. Ich hatte im Beruf mit dem Computer zu tun und zu Hause dann eben auch. Ja. So, okay. Und ich sag mal so, Zock am Rechner oder sowas. Mhm. Oder sowas. Das zähle ich alles als Hobby zum Computer. Das zähle ich nicht als eigene Hobbys direkt. Also das Zocken zählst du jetzt nicht so als Hobby. Nicht als eins. Also das zähle ich mit zum Computer-Hobby. Also nicht mit hierzu als Einzelnes. Okay. Also zumindest für meine Art und Weise. Mhm. Es gibt ja auch Leute, die dann an der Konsole zocken, die das als eigenständiges Hobby sehen. Mhm. Aber ich tue die zusammen hier in ein Hobbyverein. Okay. So, na, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe da eine etwas andere Auffassung. Aha.
Ich hab da eine etwas andere Auffassung zu. Weil, ehrlich gesagt, nur vom PC sitzen und nur zocken, finde ich persönlich ein bisschen langweilig. Na gut, nur zocken tue ich ja auch nicht. Ich gucke ja auch Fernsehen und so dran und höre Musik und so. Ja, ja, Musik höre ich auch teilweise, zumindest am Rechner. Aber wenn ich Musik höre, habe ich es meistens am Handy. Ja, du, am Handy, das ist mir... So. Ich hab ein ordentliches Soundsystem am Rechner und wozu soll ich das dann mir auf dem Handy anhören? Die Lautsprecher, die... Ja? Du musst ja dazu wissen, ich hab diese kleinen Lautsprecher, ne? Die du in den Ohren steckst oder die Handy-Lautsprecher, ja? Die können ja nicht den gesamten Frequenzbereich abdecken. Okay. Denken doch bloß von, ich glaube 500 Hertz bis hier ungefähr 18.000 Kilohertz aus. Ja. So. Und die Sache ist die, ich habe relativ gute Ohren. Und mein Frequenzspektrum reicht bis 21 Kilohertz. Also 21.000 Kilohertz. Okay. So, und damit können die... Also 21 Kilohertz. So ist es ja. Also 21.000 Hertz. Und das können diese Mikro-Lautsprecher, auch hier das Headset, kann das nicht wiedergeben. Okay. Ich habe einige Lieder, da hörst du, die haben sehr, sehr hohe Frequenzen drin. Und die hörst du auf diesen Lautsprechern überhaupt nicht. Damit kann ich das wunderbar austesten. So, auf meinen schönen Soundsystem, ich nenne mal jetzt keine Marke. Marke, ich meine, effektiv, es ist noch nicht mal Schleichwerbung, weil du hast das Gerät, du hast dir das Soundsystem ja selber gekauft. Ne? Ja, wir werden ja dafür nicht bezahlt, deswegen ist es auch kein Product Placement. Na ja, gut, man kann ja sagen, es ist die schöne Firma mit den zwei Hörnern aus Berlin. Ah, okay, also die Firma Teufel. Genau. So, und was machst du da? Fährst du jetzt ernsthaft? Echt? Jetzt? Bremst du mich? Versuchst du mich jetzt gerade auszubremsen? Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Gleich melden. Nö, ich lass ihn einfach fahren. Oder lass sie fahren? Uredon? Das ist was Männliches, irgendwas. Ja, jedenfalls, wie gesagt, ich habe da ein 2.1-System und das ist auch ordentlich in der Lage, diesen Sound wiederzugeben. Also kannst du eigentlich... Und für mich ist mein Rechner sozusagen meine Multimedia-Station. Okay. Also hast du auch quasi als Hobby, kann man das dann ja irgendwo auch so ein bisschen mit eingrenzen, als Hobby hast du dann auch quasi so ein bisschen das Technikaffine, was im Großen und Ganzen mit dem Rechner, egal wie, irgendwie was zu tun hat. Richtig, wie gesagt. Ne? Ja, aber das Soundsystem gehört ja eigentlich so nicht dazu. Doch, es ist nur für den Rechner gedacht. Weil es nämlich per Anschluss, nämlich nicht hier über irgendwelche anderen Anschlüsse verfügt für irgendeine andere Anlage, sondern nur einen USB-Eingang hat. Okay, also eine USB-Soundkarte. Du steckst das Ding an und das erkennst als Soundkarte entsprechend, genau. Und nur so wird das hier Gerät, dieses Soundsystem angesteuert. Okay. Also du kannst kein anderes Gerät anstecken und das Ding spielt es wieder. Also du musst schon hier das Ding als Soundsystem erkennen.
Na gut, ich meine, das wäre eine Einstellungssache von dem Windows-System. Nee, es geht auch um, du kannst zum Beispiel nicht irgendein Handy anstecken. Dort per USB-Kabel. Das Handy Handy oder die Stadt. wird erkannt als Massenspeicher am Nein! USB-Port. Doch klar. Thorsten, es ist es. Das Soundsystem selber hat kein Betriebssystem an sich. Ach so, du steckst, jetzt habe ich das jetzt habe ich das verstanden. Du steckst einen USB-Stick meinetwegen an das Soundsystem an. Nein, Thorsten, nein. Wie darf ich das denn Das sonst verstehen? Soundsystem Ja? hat als einzigen Eingang ein USB-Kabel. Dieses Okay. Kabel steckst du an den Rechner an und das Soundsystem wird als Soundcorder erkannt. Okay. So, Wobei, klar, soweit war ich vorhin auch schon gewesen, ja? steckst du das allerdings an zum Beispiel ein Android-Handy an, wird es nicht erkannt als Soundsystem, als externe Soundcorder oder sonst was. Also sprich, das kann keine externen Medien wiedergeben. Es holt sich nicht die Daten irgendwie von dem Handy. Irgendwie traurig. Ausreichend für mich. Weil es gibt ja hier diese Mediastationen, wo halt da entweder das Audiosignal direkt abgegriffen wird oder über USB halt die Musikdaten abgegriffen werden. Ja, richtig. Aber die Dinger, die kosten auch dann von Teufel, aber auch mal ein wenig mehr. So, ich habe für das Set habe ich 199 Euro gezahlt. Okay. Und das mit einem Downfire-Subwoofer, der 700 Watt Leistung hat. Aber RMS wahrscheinlich, ne? Wie bitte? Also wahrscheinlich die RMS-Leistung 700 Watt. Ja, also nicht die Realleistung, aber das Ding, also das Ding, also wenn ich das Ding ordentlich aufwurzel, da vibrieren bei mir hier die Gläser. Ja, du, das kenne ich. Im Haus wohlgemerkt. Nicht Das kenne ich, womöglich. Das kenne ich durchaus. Ja. nicht nur im Raum hier, sondern Ja. auch im gesamten Haus. Ja, das gleiche habe ich bei mir mit meinem Subwoofer. Ja, wie gesagt, und wie viel hat dein Soundsystem gekostet? Das ist jetzt, also ich spreche jetzt nur über den Subwoofer, weil ich das damals mit dem Sub, weil ich das mit das habe ich damals, habe ich glaube ich, na 20 Euro für bezahlt. Okay, also du hast nur den Subwoofer für 120 Euro gezahlt. Ja, ich habe Subwoofer plus den 5.1 Lautsprecher gekauft damals. Das waren aber damals kleine Lautsprecher noch. Diese kleinen, dünnen Standlautsprecher, die man ja damals in einem Supermarkt ohne weiteres kaufen konnte. Die Anlage ist jetzt, ja, die ist jetzt, also der Subwoofer hat jetzt, glaube ich, 15 Jahre auf dem Buckel. Ja, meins ungefähr auch. Meins ungefähr auch. So, und ich muss dazu allerdings sagen, das gesamte System, also die zwei Satelliten plus das Subwoofer mit hier Verstärker drinne, also und der Endstufe und alles drum und dran, hat diese 199 Euro gekostet. Ja gut, ich Und hab ja. eben, wie gesagt, die Teufelqualität dazu. Also der Subwoofer ist nicht aus Plastik oder sowas, das ist aus echt Holz. Ja, ich habe jetzt vor, wann war das? Ich glaube vor, wir haben jetzt 2017. Ich glaube 2011 war das gewesen. Habe ich mir einen vernünftigen Verstärker gekauft, den Subwoofer daran angeschlossen, vernünftige Boxen angeschlossen. Ja, und wenn ich da mal ein bisschen lauter Musik höre, ja, da freuen sich meine Nachbarn. Ja, wie gesagt, das machen sie bei mir. Das machen sie bei mir auch hier in 50 Meter Entfernung. Ich höre es fast glasklar. Ne, also da freuen sich meine Nachbarn dann richtig drüber.
Wie gesagt, bei mir hörst du das auch 50 Meter entfernt, weil ein Klaus und so weiter und so fort. Du hast auch 55 Meter klar, als würdest du daneben stehen, wenn das Fenster offen ist. Ja. Oder was auch schön ist in solchen Fällen, habe ich auch schon gebracht, ein Film Full Metal Jacket rein, auf 5.1, den Subwoofer an, Subwoofer voll aufgedreht. Meine Nachbarn waren not amused. So, und wie gesagt, wohin muss ich eigentlich? Und das ist eben, wie gesagt, die Kosten. Wie waren die Kosten dann für diese gesamte Anlage? Das ist, die ist ja Kosten doch... waren, das waren, ja. Ich bin falsch. Passiert. So, hier Thema. Kommt nichts. Das heißt, hier kann ich mal ganz entspannt drehen. So viel zum Thema Navi. Komme ich da rum? Nö. Es knirscht. Es hat gepasst. Ach Mist. So, okay. So, jetzt muss ich gucken, dass ich hier vernünftig um die Tankstelle rumkomme. Aber was hast du eigentlich noch für weitere Hobbys? Ja, da würde ich ehrlich gesagt in der nächsten Folge drauf zu sprechen kommen. Achso. Dann sag mal noch, wie viel deine restliche Anlage noch gekostet hat. Also, der Subwoofer schon 120 gekostet. Also die Anlage an sich, die Boxen habe ich geerbt. Die Anlage an sich hat nochmal 300 gekostet. Ja, also wenn die Box. Also ich würde mal sagen, dann wirst du so auf 700 Euro kommen. Ich schätze, also 700 ist ein bisschen hochgegriffen, aber wir reden über knapp 600 Euro. Wenn es gute Boxen sind, nicht. Das kann, wie gesagt, ich weiß es nicht, die habe ich damals geerbt und einen geschenkten Gaul schaut man halt bekanntlicherweise nicht in Small. Ja. Okay, rückwärts. Aber das müssen gute sein, weil Boxen, wenn du voll aufwurzelst, die brennen gerne mal durch. Und ja, ich drehe gerne mal auf, wenn ich die Zeit dazu habe. Wie gesagt, wenn die Boxen dann nicht ordentlich sind, die brennen dann, die machen gerne mal schlapp. Ja, aber wie gesagt, bis jetzt hat es genau funktioniert. Also bis jetzt haben die sich nicht verabschiedet. Ja, da ist es schon ein bisschen hochwertiger. Ja, das kann sein. Und ausgezeichnete Wegstrecke. Ich würde sagen, ich suche mir kurze neue Strecke und wir sehen uns in der letzten Folge vom American Truck Simulator wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann.